Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt und zwar Let's Play Crash Bandicoot 3. What? Oder wie ich jetzt gerne sagen würde, what? Verdammt, das hätte ich beim ersten Mal sagen sollen. Jedenfalls, ja, ich bin jetzt hier. Ach ja, was ich vergessen habe. Ein Spiel von Naughty Dog, Sony Computer Entertainment Europe und in Universal Interactive Studios. Flatschen. Von mir jetzt für euch. So, beinahe vergessen. Oh. Und ja, was ich schon mal am Anfang gemerkt habe, ich kann mit den Analog steuern. Ja, sehr schön. Endlich. Nein, keine Demo, ich will nichts vom Spiel sehen. Spoiler. Es ist ehrlich gesagt 5 Minuten her, seit ich Crash Bandicoot 2 gespielt habe. Also den letzten Part aufgenommen habe. Zu 100%. Könnt ihr ja mal reingucken. Und ja, jetzt kommen wir zum dritten Teil. Crash Bandicoot. Mal klingt nicht so gut in Englisch. Und ja, das Spiel, mit dem ich am meisten hier vertraut bin, in der Crash Bandicoot-Reihe. Deswegen fangen wir jetzt direkt an und ich tue meinen Rest hier am Ende loswerden nach dem Intro. Nein, das kann nicht sein. Böse, das Böse kommt über uns. Hey. Niemand wagt, den großen Uga Uga zu enttäuschen. Doch du, Cortex, hast mich 2-mal enttäuscht. Großer Uga Uga, das war dieser fiese Bandicoot. Ich habe dir simple Anweisungen erteilt, die du nur befolgen solltest. Doch die Edelsteine sind weg. Die Kristalle sind weg. Und meine Geduld auch. Auf diesem Planeten gibt es keine Kraftquelle mehr. Ich weiß, wir hatten einige dumme Rückschläge. Und hab versagt. Doch da dein Trottel mich befreien konnte, bin ich heute mal großzügig. Es gibt noch einen Weg für uns, die Macht zu erlangen und diesen elenden Planeten zu versklaven. Und diesmal sorge ich dafür, dass du alles richtig machst. Dum, dum, dum. Nach langen Jahren wurde mein böser Zwilling Uka Uka das ist ein Bild von Torna. Seinem Kerker befreit. Vor langer Zeit sperrte ich ihn dort ein, um die Welt vor seiner Bosheit zu schützen. Nun ist er frei und muss gestoppt werden. Okay. Kinder, Uka Uka und Cortex wollen mit dieser Zeitmaschine die Kristalle finden, die über die Zeiten verstreut sind. Ihr seid hier, um die Kristalle zu finden, bevor sie es tun. Um die Zeitpforte zu öffnen, stellt euch einfach auf die Schaltfläche und springt durch die Pforte. Viel Glück. Sehr schön. Ah, endlich geht's los. Ich freue mich so sehr. Erstmal muss ich mit dem Analog ein bisschen umlaufen. Oh, so schön. Ah, das ist so viel besser. Ah, oh, mein Gott. Kann ich mit der Regenkuckuck? Nee, okay. Der Kreis, Dreieck, nein. Okay. Wir speichern erstmal. Empty, okay. Oh ja. Bye. Ja, Intro hat man gesehen.
Eine weitere Maske ist erschienen, Uka Uka. Und ja, der hat sich mit Kurt verbündet oder war schon lange verbündet mit ihm. Und wir dürfen uns natürlich um diese neue Bedrohung kümmern. Kein Ding. Ja. Sehr schön. Fangen wir mal an. So, und ich möchte mal kurz gucken. Die Musikoption. Ich glaube, die ist ein bisschen laut, die Musik. Wollen wir mal ein bisschen ändern. Ich will 60. Dann nehmen 50. Danke. Ja, weiß nicht. Soundeffekte können ruhig bleiben hier. Oh, ich kann sogar gehen jetzt. Oh. Jetzt hat schon wieder zu leise irgendwie. Ja, ich weiß, es nervt mich jetzt, aber wir tun uns das jetzt erstmal am Anfang an. Und ja. Jetzt schon wird es laut, egal. Wird schon klappen. Keine Ahnung, meine ersten Parts sind sowieso immer voll idiotisch im Vergleich zu den Rest. So, wir haben jetzt hier 5 Dinger, die wir alle hier besuchen können. Da oben sieht man, was man alles hier sich schnappen kann. Hier kann man zum Beispiel einen Kristall und einen Edelstein. Da auch. Da auch. Da 2, okay. Und ich werde versuchen, das mal dieses Mal auf Anhieb zu schaffen. Weil ja, das dann ein bisschen nervig wäre. Wieder so am Ende. Aber egal. Toad Village. Die Level Nummer 1. Die machen wir auch noch. Hohoho. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel ich aufnehmen will, aber mal gucken. Crash, Crash, Crash. Wieso musst du dich immer einmischen? Schau, ich habe auch eine Maske, die mir hilft. Wir werden ja bald sehen, wer von uns der Stärkere ist. Okay. Also ich habe schon 2-mal gegen dich gewonnen, nur mal so nebenbei. Aber wie du meinst. So, ha, wir sind im Mittelalter, nehme ich an. Ja, wie gesagt, die Kristalle sind jetzt alle weg, die Edelsteine auch. Hühnchen, komm her. Warte, ich krieg dich. Boah, das ist jetzt ungewohnt, mit analog zu steuern. Ganz ehrlich. Jetzt schon 2 Teile lang hier. Komm her, komm her. Türchen tun, hallo? Ich kann es nicht töten. Nein. So, dann versuchen wir auch hier 100% natürlich zu schaffen. Okay, was? Okay, man springt jetzt so weg. Beim zweiten Teil nicht so. Ja, aber auch bei den Dingern hier so. Ja, das hier auch so. Okay, das haben sie wohl geändert. Verdammt. Wieder Änderungen, mit denen ich klarkommen muss. So, diese neuen Dinger. Die gehen nämlich irgendwann kaputt, wenn man sich zu lange Zeit lässt. Und man ist auch ein richtiger Luxus jetzt. Man kann jetzt nämlich sehen, wie viele Kisten in der Level drin sind, damit man nicht, weiß ich nicht, wenn man es machen würde, sich notieren müsste, wie viele Kisten in einer Level sind. Das finde ich ja richtig gut. Ich glaube, Crash Bandicoot 3 ist auch der beliebteste Teil der gesamten Serie, verständlicherweise. So, hier ist irgendwie eine Lücke, aber hier ist nie irgendwas gewesen. Das weiß ich sogar noch. Und ja, weiß ich nicht, Crash Bandicoot 3 hat fast alles verbessert, was man ja schlecht gefunden hat in den ersten beiden Teilen. Zu Recht. Und ja, so, hier steht, wie viele man braucht. Sehr gut. Also ich finde jetzt nichts irgendwie, was man ja an dem Spiel aussetzen könnte. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich habe nur gute Erinnerungen. Deswegen freue ich mich auch, dass ich endlich das Spiel hier spielen kann. So. So, über die Hälfte haben wir schon mal. Wäre gut, wenn wir direkt den Kristall, den Gem bekommen könnten. Ich werde mal ein bisschen darauf achten diesmal. Im Gegensatz zu sonst. Das ist ungewohnt, jetzt mit dem Analog zu steuern. Ist nur ein bisschen blöd, dass man jetzt hier so durch die Gegend springt, wie blöd. Wenn auf so eine Kiste drauf geht. So, weiß ich nicht.
zwar irgendwie natürlicher so, aber trotzdem ungewohnt jetzt. So, 7 Dinger noch, die werde ich auch noch finden. Hier sind 4. So. So amüsant die Torsequenzen in dem Spiel auch sind, ich würde jetzt nicht so viele sehen wollen. So, 2 Dinger fehlen noch. Da sind sie. Egal, egal. So, Zeit. Bams. Und direkt 2 Dinger geholt. Kolossal. Keine Ahnung. So, was es jetzt aber noch gibt, sind sogenannte Relikte. Dieses blaue Ank nennt man die, glaube ich, ne? Oh. Der Siegestanz. Ho! Düpp, düpp, düpp. Düpp, düpp, düpp. Ja, erster Level, kein Problem. Jetzt kommt die zweite Level, ne, Unterwasser-Level, die jetzt auch neu sind in dem Spiel und die wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Verdammt. Aber werden wir ja sehen. Wie gesagt, ich werde jetzt versuchen, die ganzen Edelsteine sofort an die Zone 92. Außer man, weiß ich nicht, hat noch keine Wahl, die vorher zu holen. Auf Nase. Und hier sehe ich schon wieder, dass ich backtracken muss. Da die Dinger verfolgen, ein, das ist nicht schön. Ich glaube wirklich, der Sound ist in Ordnung. Irgendwann. Oh, gehst du weg. Weil irgendwas stimmt in meinen ersten Part nie, danke. Das würde ich dieses Mal gerne nicht so haben. Irgendwas stimmt immer nicht, obwohl. Keine Ahnung, ob ich gestört werde, ob irgendwie, keine Ahnung, nicht gestört wurde ich nicht in meinem ersten Part, aber. Immer irgendwie sowas wie, ja, der Sound ist noch zu laut oder so, man hört nicht was gar nicht. Irgendwie sowas. Irgendwas ist immer los. So. Wir haben hier aber natürlich ein bisschen umgucken, das ist alles wieder ungewohnt. Okay, ich bin auf jeden Fall nicht im ersten Level schon verreckt, das ist schon mal eine Steigerung. Ey. 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 Das hätte man auch schon wieder besser erledigen können, aber ich nicht. Ich glaube, ich muss nicht backtracken. Diese komischen roten Pflanzen-Dinger können sich nämlich auch Kisten verstecken, aber ich habe noch keine gesehen. Also muss ich noch nicht backtracken. War nicht immer nur ein. So, das Ding ist auch neu. Da kann man schießen und ich glaube auch irgendwie düsen. Ich besser nicht machen sollte. Meiste Zeit. Aber jetzt kann man auch schießen. So, damit kann man die Dinger ja kaputt machen, aber ich glaube, ich habe eins verpasst. Boah. Die Vibration funktioniert auch hier in dem Spiel. Ich glaube, beim zweiten Teil war nicht so. Ich bin schon froh, der analog funktioniert. Deswegen bin ich so gut. Ich liebe dich. Hilfe! So pasch. So, 60. Aber ich muss so oder so nochmal in jede Level rein, um die Relikte zu holen. Was ich aber wahrscheinlich auch so machen werde, weil. Außer halt wird schnell gehen, keine Ahnung. Ich kann so die ersten Level mal zeigen, wie das dann abgeht. Ich kann sowieso erst am Ende vernünftig machen. Ach, schon wieder so ein Teil. Oh, geil. Du wolltest mich töten. Hier, Bams. So, in welcher Zeit sind wir jetzt überhaupt hier? Wir sind in der Zeit unter Wasser. Mit dem Torpedo erschossen. Man auch nicht. Kann ich auch jeder von sich behaupten, oder? Aber ich hab schon gehört. Ah, einfach knapp. Ich hab einen Wumperfrucht damit erschossen. Nur 2 Dinger. Weil wäre jetzt so blöd gewesen, wenn ich jetzt das Ding verloren hätte, hätte ich diese eine Kiste nicht mehr bekommen. Bams, genau so.
ersten beiden Level kein Problem. Das ist sehr schön. Ja, ich glaube, wir könnten nur eine schaffen. Jetzt klappt die Aufnahme wahrscheinlich. Das läuft zu gut. Es läuft einfach zu gut. Irgendwas muss jetzt hier schief gehen. Ich weiß es doch. Aber die dritte Level müsste jetzt ein für Coco sein, ne? Ich weiß jetzt immer noch. Orient Express, ouch. Ja, Coco kommt in dem Spiel auch mal am Zug. So, Premiere, ne? So, die Level könnte ein bisschen nervig werden. Weil, wenn wir da runterspringen, so. Oh, Pura. Der Kleine ist Pura, und ist ein Pura. So. Auch alle Kisten hier treffen. Ein bisschen blöd ist, weil es gibt so ein paar Sachen, wo man, weiß ich nicht, sich zwei Wege aussuchen muss. Und in einem Weg sind meistens Kisten und in einem nicht. Aber da unten sind Kisten, das heißt, oben sind keine. So einfach geht das. Weil man kann ja nicht oben und unten gleichzeitig wiederholen. Also irgendwie kann man auch rennen. Im Kreis, ja. Ist aber, glaube ich, nicht so wichtig. Außer wenn man hier wieder die Level, könnte ich mal zeigen, wie man Relikte bekommen könnte. Weil das ist da. Da unten sind keine, also müssen da oben welche sein. Ja, und ich habe das verpasst. Ja, ich hole mir die natürlich alle direkt. Bams. Ja, schon wieder nicht. Schon wieder nicht. Halt mich. Bams. Ja, bevor ich hier wieder gucken muss, wo ich mal hin muss. Mann, ja, ich habe beim ersten Mal geschafft. Bin schon gleich Game Over, wenn das ja so weit geht. So. Nein, Mann. Oh. Oh, nein! Oh, Leben. Nein! Boah! Jetzt geschafft. Jetzt so hier. So, jetzt vernünftig weitermachen. Danke. Ja, die Leute von Cortex. So, Checkpoint dann. Oh, sie kriegen noch Sanie jetzt. Okay, ich muss darüber. Und Edelstein ergattert. Das sieht immer so knapp aus. So, ich habe auch den Edelstein geholt. Ausgezeichnet. Und raus hier. Ersten drei Level kein Problem. Voll nicht. Mir so ein paar Mal verreckt, absichtlich. Aber egal. Bams. Zack, bams. Bams. So, in der nächsten Level kann ich mal von der Level hier die Relikt-Challenge zeigen. Ja. Aber wir machen jetzt erstmal hier Feierabend. Ich speichere mal, guck mal, wie viel ich erreicht habe. Wir haben 6% erreicht. Ja, okay, 6 Dinge haben wir bekommen. Genau. 3 Kristalle, 3 Edelsteine. Wunderbar. Ich hoffe, der Rest des Projekts geht auch so locker flockig vonstanden. So, dann würde ich sagen, ich beende den ersten Part hier. Ich hoffe, einige freuen sich hier auf dieses Projekt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 3. What?